Ich habe die Freude, dass ich hier bei Hardy Weirater im praktisch heiligsten von Kitzbühel bin, nämlich dem großen Kids Race Club. Hardy, du hast den praktisch erfunden nach deiner Zeit als aktiver Rennfahrer. Mittlerweile ist es ja kein VIP-Club mehr, sondern mittlerweile ist es ja ein kleiner Palast. Erzähl ein bisschen aus den Anfängen. Wie ist es dazu gekommen? Also der Anfang war der, ich bin früher oft zu den Formel 1 Rennen gefahren und in Monte Carlo war ich oft beim Bernie und ich habe die Teamchefs so kennengelernt und so. Und habe mir gedacht, das ist eigentlich komisch, dass da alle möglichen interessanten Leute da sind, aber es gibt keinen Meeting Point, keinen Punkt, wo sich mehr oder weniger alle treffen. Und da hat es bei mir eigentlich Klick gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe schon angefangen mit anderen österreichischen Skirennen zu vermarkten und habe dann mit dem Präsidenten Schröcksnadel und auch mit dem Präsidenten vom Skiclub immer wieder Gespräche geführt. Wir wären interessiert, beim Hanekam-Rennen die Vermarktung zu übernehmen. Und dann ist mir diese Idee gekommen, hier direkt im Zielraum so einen Meeting Point zu schaffen, wo sich einfach alle treffen. Wo sich die Sponsoren, interessante Menschen, die da schon sind und, dass die da eine Basis haben. Das war die Grundidee. Und wie bricht man dann so Personen wie Arnold Schwarzenegger oder Bernie Ecclestone oder Wirtschaftsmagnaten auch von DAX-Konzernen in Deutschland daher in dieses Zelt? Das ist natürlich ein Entwicklungsprozess gewesen. Das erste Jahr war natürlich extrem schwierig. Es war auch finanziell ein Harakiri der Sonderklasse. Aber wir haben das einfach durchgezogen und haben dann gemerkt, am zweiten, dritten, vierten Jahr, das kommt langsam ins Greifen. Immer mehr kommen interessante Menschen und es ist immer so, wo interessante Menschen hinströmen, da strömen andere auch hin. Und Gott sei Dank hat sich das so immer so weiterentwickelt. Was ist mittlerweile wichtiger in Kitzbühel, dass die Bahn mit dem US Club oder das Rennen? Also eins ist ganz klar, ohne die Athleten, die jetzt sich da runterstürzen vom Hahnenkamm auf der Streif, kommt kein Schwarzenegger und kommt sonst auch niemand. Das ist, die kommen schon zum Skifahren und Dings, aber so wie das jetzt beim Hahnenkamm-Rennen ist, da sind die Athleten immer im Mittelpunkt. Das darf man nie vergessen. Und wir versuchen einfach den Athleten und Sponsoren und alle eine Bühne zu bieten. Und das ist eigentlich eine Win-Win-Geschichte für alle, für die Athleten, weil die werden morgen Abend da im Zelt geehrt vor 1300 wirklich interessanten Gästen. Viele von den Athleten haben hier Sponsoren akquiriert, die eine gute Figur gemacht haben auf der Bühne, haben den einen oder anderen Sponsor gekriegt und so ist das eigentlich eine Win-Win-Geschichte für alle. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, du bist seit 20 Jahren in dem Business, wer ist denn der schwierigste Gast, wer hat die nächsten extra Wünsche, wer braucht seinen eigenen extra Raum, wer hat seinen eigenen Visagisten dabei? Ich habe festgestellt in den ganzen Jahren, umso prominenter, wirklich prominent, umso einfacher zu handeln sind die Leute. Die schlimmsten sind die, wo glauben, sie sind wichtig. Okay, und Arnold Schwarzenegger hat seine private Zigarrenlounge hier? Ja, nicht privat, aber da kommt natürlich auch gerne, um Zigarren zu rauchen, ja. Und Samstag, wer sich jetzt ganz kurzfristig auf den Weg macht, wer ist Samstagabends der Überraschungsgast? Also da als Stargast haben wir den Ronan Keating und Pavlov Stelar am Abend. Und die Läufer sind wir natürlich auch. Bitte? Und die Sieger der Hanekam-Rennen sind wir natürlich auch. Die drei Erstplatzierten vom Freitag und die drei Erstplatzierten vom Sonntag. Da machen wir dann wie einen Gladiatoreneinzug. Okay, sehr gut. Fühlen Sie wahrscheinlich die Slalomfahrer ein bisschen zurückgesetzt? Ja, aber das geht halt nicht anders. Die müssen ja am Sonntag Slalom fahren. Ja, das ist richtig. Hätten Slalomfahrer werden sollen. Ja, genau. Danke. Bitte.